Es ist zu spät für mich, trägt eine tiefe emotionale Ladung und kann verschiedene Bedeutungen und Gedanken reflektieren. Es ist ein einziger Satz, der aber so viel Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit enthält, dass man direkt Mitleid für die Person empfindet, die so etwas sagt. Und ich finde, dass Friere nach dem Ende der Reise in der 13. Episode genau dieses Gefühl unglaublich gut und realistisch dargestellt hat, und zwar durch die Figur Zain. Zain ist ein neuer Charakter, den wir direkt zu Beginn der Episode kennenlernen. Und wie so viele Dinge in diesem Anime passiert das nicht auf eine normale oder einfache Art und Weise. Wobei ich auch sagen muss, dass die Szene echt geil und lustig geworden ist. Zain erzählt die deprimierende Geschichte über seinen Kindheitsfreund, über den Traum, ein Abenteurer zu werden und zusammen mit seinem Freund auf Abenteuer zu gehen. Doch im Verlauf der Jahre hat er diesen Traum aufgegeben, während sein Freund noch mehr in diesem Traum geglaubt hat. Und als endlich sein bester Freund sein Abenteuer beginnen wollte, hat er gehofft, dass Zain auch mitkommen wird. Er hat aber das abgelehnt und bereut diese Entscheidung immer noch. Und dann sehen wir, wie er in einem bodenlosen Sumpf feststeckt und kurz vor seinem Ende ist, und Frieren steht einfach gechillt da und schaut ihn an, so als ob alles normal wäre. Zain hat einfach versucht, mit seiner Story Frieren dazu zu bringen, seine Hand zu nehmen und ihm aus diesem Sumpf zu helfen. Leider hat das nicht so ganz geklappt. Auch wenn die Vorstellung von Zain eher lustig war, hat seine Story eine sehr emotionale Tiefe, die viele von euch verstehen werden, und manche von euch werden vielleicht die Lage von Zain und seine Gefühle besonders gut verstehen, weil sie sich selbst in einer ähnlichen Lage befinden. Obwohl wir Zain erst seit einer Episode kennen, finde ich seinen Charakter unglaublich interessant, deshalb würde ich gerne heute mit euch Zain und seinen Charakter besprechen. Zain ist ein Priester in diesem kleinen Dorf, das eigentlich nichts Besonderes an sich hat und eher arm ist. Genau diese Beschreibung passt auch zu Zain. Sein Aussehen oder Verhalten an sich ist nichts Besonderes auf den ersten Blick. Er ist ein Priester, der zwar raucht und trinkt und gerne Glücksspiele spielt, doch er kümmert sich auch um sein Dorf und um die Menschen. Doch wenn wir hinter diesen Vorhang schauen, sehen wir, dass er eigentlich kein einfacher Priester ist, sondern ein unglaublich starker mit besonderen Fähigkeiten. Das heilige Symbol, das der andere Priester trägt, der auch sein Bruder ist, erhalten nur die Priester, die sehr besonders sind, und im Vergleich zu seinem Bruder ist Zain, was Macht, Fähigkeiten und Kompetenz angeht, auf ein komplett anderes Level. Ich meine, der konnte sogar stark retten, nachdem sein Bruder gesagt hat, dass ihm nicht mehr zu helfen ist. Nach diesem Moment habe ich mir die Frage gestellt, wahrscheinlich wie ihr auch, was macht Zain überhaupt noch in diesem Dorf, wenn er so besonders ist? Und es ist direkt klar, dass sein momentanes Leben ihn nicht glücklich macht, sondern ihn aus seinem Inneren langsam zerstört. Obwohl er sich auch um das Dorf kümmert, zeigt er kein besonderes Interesse daran. Was Rauchen, Trinken, Glücksspiele angeht, sind das auf jeden Fall keine Gründe, um weiter im Dorf zu bleiben. Und vor allem was Glücksspiele angeht, ist er sowieso richtig schlecht darin. Doch um seinen Grund wirklich verstehen zu können, müssen wir uns zuerst mit seiner Kindheit befassen. Als Kind hatte er den großen Traum, auf Abenteuer zu gehen, und zwar zusammen mit seinem besten Freund. Doch im Verlauf der Jahre, durch die vielen Ereignisse, die im Leben so passieren, ist es sehr einfach, sich im Leben zu verlaufen und den richtigen Weg nicht mehr kennen zu können. Und das ist auch mit Zain passiert, aber nicht mit seinem besten Freund. Also, als sein Freund endlich alt genug für Abenteuer war, hoffte er natürlich, dass Zain mitkommt. Zain hat aber dies abgelehnt und er ließ seinen Freund alleine auf Abenteuer gehen. Und das ist der wichtige Punkt, der das ganze Leben von Zain verändert hat. Diese Entscheidung. In seinem Inneren hat er immer noch diesen großen Traum. Also, warum hat er seinen großen Traum für so ein erbärmliches Leben aufgegeben? Der Grund dafür, meine Freunde, ist sein Bruder. Als Heiter vor einigen Jahren sie besucht hat, hat er dem großen Bruder von Zain natürlich in seiner Abwesenheit angeboten, ein Priester in der heiligen Stadt zu werden. Der große Bruder hat dieses Angebot abgelehnt, und zwar, weil er seinen kleineren Bruder nicht dazu zwingen wollte, seine Heimat und Haus zu verlassen, vor allem nachdem er seine Eltern verloren hat. Und dieses Gespräch hat leider auch Zain selbst mitgehört, und es ist jetzt auch verständlich, warum Zain kein Abenteurer geworden ist und warum er das Dorf nicht verlassen hat. Hier kommt aber die wichtigste Frage. Zain und sein großer Bruder haben beide die gleiche Entscheidung in ihrem Leben getroffen. Doch warum ist sein großer Bruder zufrieden mit seinem Leben und warum sieht das Leben von Zain wie eine billige Kopie eines erbärmlichen Lebens? Die Intention von den beiden war auch dasselbe, denn Zain hat es für seinen großen Bruder getan und er wiederum für Zain. Doch für den großen Bruder war dieses Jobangebot von Heiter nicht sehr wichtig, und zu dem Zeitpunkt war Zain noch sehr jung und sein großer Bruder musste auf ihn aufpassen. Das war seine Aufgabe und auch sein Ziel. Doch bei Zain ist es so, dass er ja für seinen Bruder weiter in dem Dorf geblieben ist, obwohl er dort eigentlich nicht wirklich gebraucht wird. Ich will nicht sagen, dass sein großer Bruder keinen Bock auf Zain hat, aber in so einem kleinen Dorf kommt er auch alleine ganz gut klar. Und für ein Leben ohne Zweck hat er seinen großen Traum aufgegeben. Ich fühle mich jetzt richtig schlecht, wenn ich mir vorstelle, dass ich in so einer Lage wäre. Doch dazu ist noch sein Freund, sein bester Freund, auf seine Reise verloren gegangen und vielleicht ist er sogar tot. Das ist vielleicht nur passiert, weil Zain nicht an seiner Seite war. Stellt euch nur mal vor, welche Schuldgefühle Zain in sich drin hat.
Wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht, dass Sein noch viele Jahre in so einem Zustand weitergehabt hätte, wenn Frieren nicht aufgetaucht wäre. Ich glaube, jeder von euch kann verstehen, was für Schmerzen solche Schuldgefühle einem bringen können. Diese ganzen Jahre hat er aber nur einen Tritt in den Arsch gebraucht, so einen Push, damit er endlich aus diesem erbärmlichen Schlaf aufsteht und sein großes Ziel anstrebt. Ich finde, das ist so eine Lektion, die jeder von uns in seinem Leben kennen muss, um uns selbst, aber auch anderen Menschen zu helfen. Denn meistens ist es sehr schwer zu erkennen, dass man ein erbärmliches Leben führt, weil man sich selbst mit tausenden Ausreden sehr gut anlügt. Doch von außen kann man das wirklich gut erkennen. Und ich finde, es ist unsere Aufgabe, wenn wir sehen, dass Freunde oder Familienmitglieder von uns in so einer Phase sind, dass wir ihnen diesen Push geben. Und auch wenn wir selber einen großen Traum haben, doch in so einer schlechten Phase sind, stellt euch selbst die Frage, ist es wirklich schon zu spät für mich? Denn meistens, oder nein, es ist nie zu spät für dich. Du kannst auch mit 80 alles machen, wenn du daran glaubst und alles dafür gibst. Es sind nur kleine Ausreden in unserem Kopf, die uns überzeugen, dass es zu spät für uns ist. Du bist zu alt oder du bist zu schwach, zu klein, zu fett, du hast keine Zeit, was auch immer. Doch sie bleiben weiterhin nur Ausreden. Ich würde euch empfehlen, wirklich jede einzelne Ausrede sehr gründlich zu analysieren und eine Gegenantwort schon vorzubereiten. Zum Beispiel, du sagst dir, du hast keine Zeit, okay, da beginnst du zu rechnen. So, ich habe 24 Stunden pro Tag, das heißt 6 oder 8 Stunden Schlaf, dann so und so viele Stunden für Arbeit oder Schule und du hast noch vielleicht ein oder zwei andere Aufgaben, die du unbedingt noch tun musst, dann hast du noch die restlichen Stunden, die du für dich nutzen kannst. Doch nur du entscheidest, was du mit denen machen kannst. Entweder eine Serie oder Film schauen oder ernsthaft für dein Ziel hart arbeiten, denn du wirst immer Zeit finden. Vielleicht nur eine Stunde am Tag oder 30 Minuten oder 15 Minuten. Doch wenn du jeden Tag diese 15 Minuten in eine Sache investierst, bist du am Ende viel weiter als die anderen, die nichts dafür gemacht haben. Ich habe noch ein ähnliches Video auch zu Himmel gemacht, also wenn ihr Bock darauf habt, findet ihr es am Ende des Videos oder in der Infobox. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch nur das Beste und bis zum nächsten Mal.